Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Montagsclubs. Schön, dass ihr wieder alle da seid, hier im Casino sozusagen, Casino Royal. Wir sind hier im ehemaligen Offizierscasino des ersten Dragonerregiments Großbritannien und Irland. Und das ist natürlich ein würdiger Rahmen, um auch diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Und es gibt immer eine Inspiration, wenn man sich die Wandgemälde und die Vertiefungen anschaut. Das ist schon sehr interessant und es gibt immer wieder Inspiration sozusagen. Man guckt auf die Quelle nach oben sozusagen. Ich habe heute einen Brief bekommen von einem Monarchisten aus Österreich und er hat die Frage gestellt, warum es in Deutschland die so viele Vereine gibt und keine Einheit. Und er hat gefragt, warum sich viele Vereine schwer tun, zu ihren preußischen Wurzeln sich zu bekennen oder generell das Preußische mehr in den Vordergrund zu heben. Und das sind zwei sehr berechtigte Fragen, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe, auch schon länger, nicht nur erst seit dem Brief, aber auch schon länger Gedanken gemacht habe, weil letztendlich ja die Monarchie, die Einheit, die Monade, sozusagen die Worttrennung Monarchie, Monade und Arche, die kleinste Einheit und die Arche sozusagen das Gefährt, in dem alle zusammen sind, verkörpert. Ja, es ist integrativ und es sollte eine Einheitsbildung sein. Das fällt im Moment ein bisschen schwer, weil es gibt kein richtiges Oberhaupt. Die Frage nach den verschiedenen Vereinen würde sich nicht stellen, wenn es ein Oberhaupt gäbe, sozusagen einen König, dann würden wir in einer Monarchie leben und dann bräuchten wir keinen Verein, die das vielleicht repräsentieren, weil wir dann schon in einem sind. So. Und im Moment ist es die Zeit der Sortierung sozusagen. Wir haben kein Oberhaupt in dieser Szene. Oder in dieser Szene, wir haben im Moment kein Oberhaupt. Und alle Vereine, die jetzt sozusagen am Start sind und haben eine Idee, wie sie Monarchie interpretieren. Und deswegen gibt es die verschiedenen Abteilungen sozusagen, weil jede Gruppierung hat eine andere Inspiration, eine andere Färbung, hat eine andere Idee, wie sie gern die Monarchie verkörpern möchte, wie sie die Monarchie sieht. Und ich befürchte, dass das der Grund ist, warum es im Moment zwischen den Vereinen keine Einheit gibt. Vielleicht muss man aus dieser Not eine Tugend machen, aufgrund dessen, dass es eben mehrere Vereine gibt, die von der Qualität her meines Erachtens gut und solide sind, die meisten, können die Menschen sich aussuchen, welche Nase ihnen sozusagen passt. Und letztendlich ist es so, dass sie ein Gefühl bekommen, was Monarchie ist. Wenn man jetzt diesen Absolutheitsanspruch für sich hat, dann kommen die Menschen in der heutigen Zeit nicht damit klar, weil sie sagen, ja, du hast hier absolut und es gibt kein Links und kein Rechts und kein Oben und kein Unten und kein Schwarz und kein Weiß, sondern nur noch das, was du sagst. Damit kann man die Menschen nicht erreichen, damit können wir sie auch nicht abholen. Und es war auch, wie gesagt, in dem Schreiben die Frage, warum wir uns nicht nach
warum wir das Preußische nicht mehr nach außen kehren. Und auch gerade eben hier war die Frage auf unserem Vereinslogo, warum wir nicht irgendetwas mehr Preußisches dort präsentieren, sondern die Deutschlandfahne haben mit den Bundesländern. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir versuchen uns nicht mit den Äußerlichkeiten zu beschäftigen. Die Äußerlichkeiten wir sind geprägt worden, sagen wir, fangen wir andersrum an. Wir sind geprägt worden, wenn ich das Wort Preußen sage, dann entsteht automatisch ein Bild im Kopf von Schwarz-Weiß mit Adler, mit Pickelhaube, Kaiser Wilhelm, Erster Weltkrieg, jetzt sowieso, weil wir im 100-jährigen Bestehen sind. Und sofort hat man ein Bild. Es ist eine Gesamtkomposition, die in den letzten 90 Jahren komponiert wurde. Also dieses das Bild, was wir heute haben von Monarchie und von Preußen und von Kaiser Wilhelm, das ist eine jahrelange Erziehung gewesen. Wir sind nicht frei von, also wir können uns nicht frei eine eigene Meinung bilden über das Preußen was der Vergangenheit, sondern wenn man sagt Preußen, das waren die Militaristen, das war der Kadavergehorsam und das waren die, die alle Kriege geführt haben und ursprünglich alle böse sind, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. So. Das Prägende hier in Deutschland war aber die preußische Monarchie. Das war auch der erste Rechtsstaat auf deutschem Boden, das wird auch immer wieder vergessen. Die Gerichtsordnung, die zum Beispiel heute noch existiert, die stammt von vor über 100 Jahren. Das bürgerliche Gesetzbuch ist preußisch. Ja, also es geht aus dem allgemeinen preußischen Landrecht hervor. Kaiser Wilhelm II. Hat es dann quasi in ein letztendlich in diese Form gegossen, wie wir sie heute haben. Das wurde weltweit zu Teilen und in Gänze kopiert, unser bürgerliches Gesetzbuch. Das findet sich in mehreren, auf mehreren Kontinenten und in mehreren Ländern findet sich das bürgerliche Gesetzbuch 1:1 und das ist 100% preußischer Natur sozusagen. Und deswegen haben wir uns in unserem Verein, als wir uns gegründet haben, beschlossen, nicht auf die Äußerlichkeiten Wert zu legen, sondern durch, sozusagen durch die Hintertür der Konversation, der Ansprache, so wie wir sie jetzt machen, die Menschen dort abzuholen und sie zu überraschen. Nicht indem wir sie vor veränderten Tatsachen stellen, sondern wir versuchen sie zu überraschen und sie vielleicht mit dem philosophischen Gedanken an die Monarchie heranzuholen, nicht mit den absolutistischen. Wir sind immer noch das Land der Dichter und Denker. Und das Land der Dichter und Denker, wenn wir das sein wollen, dann müssen wir die Menschen auch dort abholen. Weil alles, was einen Absolutheitsanspruch hat, ist für die Menschen nicht zugänglich. Und das verkörpert aber das Preußen, das, wenn ich dieses Wort sage, sofort im Kopf entsteht. Und das ist mit allem so. Also wenn Sie, wenn wir zum Beispiel heute Moslem sagen, das Erste, was sich im Kopf regeneriert, ist ein Mann mit Bart und Kutte. Und vielleicht noch diese Mütze auf. Ja? Also wenn man sagt, ja, das ist ein Moslem, ihr habt sofort ein Bild im Kopf. Oder wenn du sagst, ich möchte mir eine Pizza bestellen, du hast sofort die Pizza auf dem Schirm, die du immer gerne isst. Das ist eine Konditionierung. Das ist, damit arbeitet die Werbung. Deswegen findest du auch an jeder Ecke ein McDonalds-Schild oder ein Schild von Aral oder H&M und so weiter. Überall diese Werbung, das sind wie so Schlagwörter und die prägen einen. Wenn du jeden Tag McDonalds siehst und wenn du sagst, hast Hunger auf Fast Food, selbst wenn du neben einer Dönerbude stehst, das Erste, was dir einfällt, ist vielleicht doch McDonald's. Weil zum Beispiel Dönerbuden haben nicht diese Werbe, diese Großwerbe,
Aktionen, wie zum Beispiel die ganzen Markenfirmen haben. Du kannst ja durch keine Straße mehr laufen, ohne dass nicht irgendwie eine Marke dir entgegenkommt. Und so werden wir konditioniert und so sind wir nicht mehr frei von Gedanken, also von vorgeprägten Gedanken. Man muss wirklich einen Moment der Ruhe finden, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Wenn der Fernseher läuft, wenn das Internet läuft, das Handy die ganze Zeit irgendwie am Tickern ist, dann kann man keinen ruhigen Gedanken mehr fassen. Und so funktioniert auch Twitter und Facebook. Ihr habt keine eigene Meinung mehr, weil dieses Facebook gibt euch Schlagwörter maximal 140 Zeichen. Oder das Twitter und auch bei Facebook, wenn die Texte länger als 3 Zeilen sind, liest keiner. Aber da sind Schlagwörter drin. Nachrichten funktionieren immer nur mit Schlagwörtern, deswegen ist die Überschrift riesengroß. Merci, chérie steht auf allen Zeitungen heute. Ja, das sind Schlagwörter. Und die prägen uns. Nachrichten. Im Moment geht es gerade so: Ukraine, Russland, Putin, Tyrann. So, ihr, der heute, wenn ich heute Putin sage, ist sofort diese Situation, was wir gerade in der Ukraine haben, und der ist der Böse. Das ist sofort, das ist schon eingebrannt in uns. Man kann überhaupt keine eigene Meinung mehr haben, weil wir so schlagwortfixiert sind. Das wurde uns in den letzten Jahren antrainiert und diese neuen Medien machen es uns nicht leichter, einen klaren Gedanken zu fassen. Und das ist auch von unserem Freund aus Österreich, der eben gesagt hat, warum wir das Preußische nicht mehr nach außen tragen, ist, wir können es schlicht und ergreifend nicht, weil die Menschen sonst weglaufen würden. Und wir wollen die Menschen ja begeistern und deswegen versuchen wir sie durch diese Treffen zu animieren, auch zu kommen und sie regelmäßig stattfinden zu lassen. Also wir treffen uns hier jeden zweiten Montag im Monat, um eine Kontinuität nach außen zu tragen. Kontinuität ist wichtig für Menschen. Es kann sein, dass wir 5 Jahre hier noch sitzen und wir sind die gleiche Truppenstärke sozusagen. Und nach 5 Jahren, wenn die Menschen dann auf uns aufmerksam werden und dann im Internet gucken, okay, die machen hier, da sind über 150 Videos drin, immer in Abständen von 4 Wochen. Naja, die müssen ja schon irgendwie was auf dem Kasten haben, weil sonst würden die ja gleich wieder verschwinden. Und dann fangen die an zu fragen. Und es ist jetzt nicht wichtig, ob wir jetzt hier viele oder nicht sind, sondern es geht darum, es geht um die Inspiration. Wir wollen die Menschen inspirieren und wir wollen sie überraschen. Und das geht eben im Moment nur durch die Hintertür. Um vielleicht neu zu prägen. Ja? Und das hat nichts mit Manipulieren zu tun, weil wenn das Manipulation wäre, dann ist in der ersten Sekunde, wo ein neugeborenes Kind auf die Welt kommt, wird es manipuliert durch die Eltern. Weil je nachdem, in welchen Kreisen die Eltern leben, sind es Vegetarier zum Beispiel, sind es Raucher, sind das Muslime, sind es Christen, sind es Juden, sind es auch welcher Tradition sie angehören mögen. In der Sekunde, wo das Kind geboren wird, wird das Kind automatisch in deren Tradition geprägt. Das heißt, es gibt so ein bei uns in Bayern gibt es einen Spruch, den Geruch des Stalls, aus dem du kommst, kriegst du nicht los. Also wir sind von unserer Kindheit geprägt, von Anfang an. Erst durch unsere Eltern, dann durch unsere Lehrer, dann durch unsere Freunde, den Chef und dann werden wir durch die Medien geprägt. Und das ist alles eine Prägung, das hat nichts mit Manipulation zu tun. Es ist auf eine Art und Weise eine Manipulation. Und es kommt immer darauf an, welche Absicht die Menschen verfolgen, die dahinter sind, die dich prägen wollen, welche Absicht sie haben. Und wir haben die Absicht, vielleicht auch eine Prägestelle zu sein, aber wir stellen jedem frei, ob ihm das gefällt, ob ihm unsere Nase gefällt oder nicht.
Und dann deswegen wollen wir nicht mit einem absolut etlichen Produkt ankommen. Und die Menschen sind schon überrascht über die Art und Weise, wie wir unseren Verein führen. Am Anfang konnten sie damit überhaupt nichts anfangen, weil der Ansatz sehr, eigentlich möchte ich das Wort philosophisch nicht benutzen, weil das trifft den Punkt nicht. Aber wir sind wir vertreten unsere Werte aus dem Glauben heraus, weil wir glauben, im Himmel steht einer vor und auf der Erde muss quasi das Pendant auch jemand vorstehen, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und aus dieser Quelle nehmen wir unsere Inspiration und auch die Legitimation des monarchischen Gedanken sozusagen. Das setzt natürlich voraus, dass man einen gewissen Hintergrund im Glauben auch hat. Und das ist in dieser säkular geprägten Gesellschaft ein bisschen schwierig heutzutage. Und es wird natürlich auch gerne dann auch schubladentechnisch gleich wieder eingeordnet. Aber wenn wir uns die Monarchie anschauen, und wenn wir jetzt hier auf Preußen zu sprechen kommen, der Kaiser war der oberste Hüter der Kirche. Also er war dafür verantwortlich und er war der Hüter der Kirche. Und Kaiser Wilhelm II. War nachweislich ein sehr gläubiger Mensch, der auch eigene Predigten gehalten hat. Man kann einige davon im Internet nachlesen und manche kann man auch kaufen. Wo ich sehr überrascht bin, was dieser Mensch von sich gegeben hat. Nicht das, was man vielleicht erwarten möchte. Ich habe ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen über seine Reden, die er gehalten hat. Und es war nur ein Auszug. Und man hat in diesem ganzen Buch, das war so ein kleines, dickes, all diejenigen zusammengefasst, die so kritisch zu bewerten sind. Also man hat all die Reden zusammengefasst, die man weltgeschichtlich und auch in der Schule nimmt und anprangert und ihm vorhält, er wäre ein Kriegstreiber und so weiter. Aber die anderen Reden, die er gehalten hat, vor Jugendlichen, vor Studenten, vor Frauenbund, in der Kirche und so weiter, die hat man nie abgedruckt. Beziehungsweise muss man lange suchen, bis man die findet, und die haben eine ganz andere Qualität. Wenn wir einen Menschen nehmen von uns, ist egal, ob es ein Staatsoberhaupt ist oder nicht, wenn wir überlegen, was wir in all den 30 Jahren zum Beispiel, wo wir jetzt hier auf der Erde sind, was wir schon alles gesagt haben, was wir als Jugendlicher gedacht haben, was wir gesagt haben und was wir von uns gegeben haben, wenn wir zum Beispiel die Phase hatten, wir sind jetzt Gothic und oder wir sind Rastafari oder wir sind Techno oder wir sind Rapper oder Popper oder was auch immer, egal welche Phase wir gerade durchlebt haben, haben wir uns dementsprechend auch den Jargon dieser Richtung angenommen. Und wenn man jetzt die Summe von all dem nimmt und von jeder Zeit eben nur einen Satz herausnimmt, der vielleicht unglücklich gefallen ist. Wir haben Glück, dass das Leben nicht aufgezeichnet wird oder wurde. Da kann ich mir doch kein Bild von einem Menschen machen. Wenn ich mir nur eine Seite beleuchte, ein Mensch ist wie ein Fächer. Ja? Ein großer Fächer hat bis zu 100 Einzelfächer. Ja, also, wie sagt man, Spalten. Ja? Wenn ich jetzt nur eine V-förmige Spalte nehme, das ist doch nicht der gesamte Fächer. Das ist ein Aspekt von dem Fächer. Aber ich muss den ausfalten und dann muss ich das Gesamtbild sehen. Ich kann doch nicht eine Person auf eine Aussage festnageln, die mal gesagt hat, und daraufhin seine ganze Persönlichkeit ausmachen und identifizieren. Das ist doch nicht möglich. Und so versuchen wir auch, den
monarchischen Aspekt in jeder Facette zu beleuchten. Und das ist natürlich ungewöhnlich für die Menschen. Wenn die meisten Vereine, die ich kenne, die haben ein sehr, und auch die Menschen, die sich mit dieser Zeit befassen, die haben ein sehr, sie haben ein Bild vor sich. Also die meisten sind Traditionsvereine im Sinne, dass sie sich auch dementsprechend kleiden. Mit Uniformen, mit Säbel, mit den Musketen, mit den ganzen Orden und so weiter. Ein bisschen darstellerische, wie sagt man, Vereinsarbeit. Und viele halten wirklich an diesem Preußen vor 100 Jahren fest und versuchen das wiederzubeleben. Auch in ihren Äußerlichkeiten, aber das ist einfach nicht möglich. Und das wollen wir persönlich, also ich kann das nur für unseren Verein sprechen, das wollen wir auch gar nicht. Und wir leben einfach jetzt 100 Jahre später, die Menschen haben sich verändert. Wir müssen, wenn man sich jetzt zum Beispiel in England anschaut, Kate und William, also ihre Hoheit, Entschuldigung, Prinz William und ihre Hoheit, dann sind sie in den modernen Medien präsent. Also sie sind über Facebook, Twitter, WhatsApp, alles was es da gibt. Darüber wird ihr Leben bestimmt und das bestimmt auch die Monarchie in London. Also selbst die Webseiten, zum Beispiel von der Botschaft in England, die hier in Berlin ist, sie kann nicht mehr darauf verzichten, auf Facebook oder Twitter. Sie twittern auch, sie haben und so weiter. Dementsprechend hat sich das Bild verändert. Und ich kann nicht, das ist die moderne Form der Depesche. Ja? Also Twitter und Facebook haben sich nur die Namen geändert. Das System ist das gleiche, die Depesche. Nur, dass es früher von Mensch zu Mensch ging. Da saß einer zu Hause, hat es entweder, wenn es dann schon die modernere Zeit war, an der Schreibmaschine geschrieben oder mit Hand, hat das zusammengerollt, hat es einem Boten gegeben, hat gesagt, bring das bitte zur Hausnummer 15. Dann ist der losgedüst und hat die Nachricht getwittert sozusagen, also hat ihm diese Depesche zugestellt. Und dementsprechend müssen wir auch modern an den monarchischen Gedanken herangehen. Und dementsprechend können wir hier in Deutschland, um auch auf die Frage zu beantworten, Preußen nicht in dem Maße in den Vordergrund stellen. Das sehen wir so. Vor allem nicht, wenn wir junge Menschen erreichen wollen. Das ist unser Hauptanliegen, die jüngere Generation auch zu erreichen und sie für Geschichte zu interessieren. Und Geschichte ist keineswegs langweilig, wie wir immer, wie es gerne auch dargestellt wird, weil alleine zum Beispiel hier in Berlin, wie viele Orte man besuchen kann, die noch historischen Bezug haben und wo man nachlesen kann, aha, zum Beispiel, ich gehe sehr gerne, in der Nähe vom Alexanderplatz ist noch die alte Stadtmauer, ein Teil davon. Und da ist da auch in der Nähe, Bornhof-Kochstraße und da ist auch noch die Parochialkirche, die zerstört wurde bei einem Bombenangriff beim Zweiten Weltkrieg. Und da sind ganz viele noch gut erhaltene Gräber. Und wenn man allein an diesen zwei Orten, die sind unmittelbar zusammen, einmal die Parochialkirche und einmal die alte Stadtmauer, von 1200 rum steht die noch, und die Parochialkirche ist ein neuerer Bau, da hat man zwei gegensätzliche oder zwei Epochen. Ja? Und es ist spannend zu gucken, wer hat dort gelebt. Also es sind Kinderfrauen der Prinzen sind auf diesem Friedhof der preußischen Prinzen und Lehrer begraben. Und wenn man sich diese Menschen, man kann die ja mittlerweile im Internet alles nachgoogeln sozusagen, die Biografien sind ja da schon sehr ansprechend dargestellt. Es ist einfach spannend, welche Ansichten sie haben, wie alles entstanden ist. Und wir versuchen das modern
miteinander zu verbinden. Deswegen zum Beispiel heute das Experiment, also wenn Sie das dann im Internet sehen, hoffe ich, wir arbeiten dieses Mal mit Green Screens sozusagen, um die Moderne auch einfließen zu lassen, und wir versuchen diesmal das Gespräch oder die Ansprache, die Konversation, die wir hier heute halten, auch dann im Hintergrund bildlich darzustellen, um mal einen Eindruck zu vermitteln, wie viel Lebendigkeit eigentlich gegeben ist, wenn man sich auf den Weg macht. Das ist höchst spannend, weil man angefangen hat, sich auf den Weg zu machen und auch versucht, wirklich den Horizont zu erweitern und eine Bewusstseinserweiterung zu machen. Facebook, um auf das zurückzukommen, wir benutzen das auch, aber zu Werbezwecken, für unseren Verein und unsere Aktivitäten darzustellen. Aber letztendlich ist dieses Facebook ein Gedankengefängnis und ein Persönlichkeitsgefängnis. Auch wenn du 300, 400 Freunde hast auf deiner sogenannten Timeline, werden nur die angegeben, mit denen du auch unmittelbar immer wieder Kontakt hast, deren Profile du anklickst. Also wenn du so 400 Freunde hast, du hast gar nicht Zeit, jeden Tag 400 Profile anzuschauen. Und du schaust ja sowieso immer nur die gleichen an, weil die du entweder persönlich kennst oder weil sie dich besonders interessieren. Und das dementsprechend erscheint dann auf deiner Timeline. Und du hast immer nur diese gleichen 20 Profile auf deiner Mattscheibe sozusagen. Und das ist doch nicht die Welt. Also dieses Facebook ist doch nicht die Welt, da passiert dann noch viel mehr. Und dann werden fromme Sprüche gepostet und Leben ist und Anstand ist und das ist und Liebe ist. Es wird auch in Schlagwörtern gearbeitet. Und dann drücken wir auf gefällt uns oder wir unterschreiben eine Petition und denken dann, wir haben irgendwas gemacht. Ach, heute war ich aber aktiv. Heute habe ich 5 Petitionen unterschrieben, 20 Bilder geliked, ja, und jetzt habe ich was für den Weltfrieden gemacht. Bloß weil da irgendwie so ein Einhorn über so eine schöne Wiese galoppiert, dahinter eine Frau im wehenden Gewand und oben drüber steht dann, ich bin für Weltfrieden. Oh, dann like ich jetzt mal, dann bin ich auch für Weltfrieden und dann ist alles gut. Aber solche sinnentleerten Bilder gibt es da. Und nicht wenige. Also jedes zweite Post ist irgend so ein sinnentleertes Bild, wo irgendein kluger Spruch draufsteht, das kannst du dann schön liken. Und du denkst dann, du hast irgendwas gemacht und für den Weltfrieden oder Protest Ukraine oder Tierschutz oder irgendwas. Das darf nie wieder passieren. Oh ja, like ich, natürlich, das darf nie wieder passieren. Und dann stehst du auf von deinem Computer, drehst dich um und behandelst deine Familie wie sonst was. Da hast du nichts erreicht, da hast du nichts gemacht. Und deswegen wenn wir diese Veranstaltungen machen und wenn wir auf die Art und Weise an das monarchische Thema rangehen, indem wir nicht uns auf ein äußerliches Bild fixieren. Weil das sind letztendlich nur Bilder, die uns prägen. Haben wir die Möglichkeit, die breite Menge an Menschen zu erreichen, weil unsere Aspekte viel weiter gefächert sind. Wir kümmern uns Natur und Umwelt, hat genauso viel mit Monarchie zu tun wie Politik. Wir kümmern uns zum Beispiel einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr machen wir hier an einer Stadtreinigung, nehmen wir teil. Wir waren auch schon in Suppenküchen, haben dort mitgeholfen. Das sind alles Aspekte von Monarchie und Gesellschaft und von Prägung, die wir aufgreifen wollen. Um den Menschen klarzumachen, was hat denn das eine jetzt mit Monarchie zu tun? Monarchie ist doch einer, steht dem Ganzen vor und herrscht absolut. Und nur sein Wort ist Gesetz.
Dabei wird immer wieder vergessen, dass nichts über dem Gesetz steht. Weil selbst wenn der König sich dann irgendwann über das Gesetz gestellt hat oder haben sollte, dann wurde er relativ schnell von der Bevölkerung abgesägt. Was glaubt ihr, dass es vor 100 oder 200 Jahren anders war wie jetzt? Also was wir jetzt in Venezuela haben oder in der Ukraine oder in Griechenland, das Volk ist unzufrieden, das geht auf die Straße und macht die bestehende Regierung einfach mal weg. Das war vor 250 Jahren genauso so, wie es heute ist. Und wenn ein Monarch angefangen hat, sein Volk auszubieten, dann könnte aber sicher sein, dass die auf der Straße waren und Meckers gemacht haben. Und das System an sich hat sich nicht geändert. Also wenn du als Staatslenker Mist machst, dann wirst du vom Volk abgesetzt. Deswegen ist es im Interesse des Staatslenkers sozusagen eine Politik zu machen, mit den Menschen weitestgehend zufrieden sind. Ich meine, das Volk wird immer, irgendeiner wird immer unzufrieden sein, egal was du machst. Also es wird immer jemanden geben, der nie ganz zufrieden ist mit dem, was du machst. Aber das ist halt interessant, man muss das mal anschauen. Die Prinzen und die Könige, bleiben wir mal in der Moderne. Als wir noch ein, gehen wir 150 Jahre oder gehen wir 100 Jahre zurück. Die Monarchie in Deutschland ist jetzt rund 100 Jahre sozusagen Geschichte. Gehen wir mal 105 Jahre zurück oder 110 Jahre zurück. Die komplette kaiserliche Familie konnte in offener Kutsche über die Straße fahren. Und sie sind unbehelligt, ohne dass jemand mit Eier sie beschmissen hat, durch Berlin gefahren. Man muss sich das mal überlegen. Die Prinzen sind in öffentliche Schulen gegangen. Kaiser Wilhelm II. Ist von Berlin, weil sein Lehrer hat... Also diese Geschichten hört man nicht und kennt man nicht. Kaiser Wilhelm II. Ist von Berlin nach Kassel gelaufen. Ohne Ausweispapiere, ohne Geld, ohne Pickelhaube und ohne seine Uniform. Weil sein Privatlehrer gesagt hat, du musst erstmal wissen, wie dein Volk lebt, damit du ein guter König sein kannst. Ein guter Kaiser. Und der ist gelaufen. Die ganze Strecke. Und als sie dort endlich angekommen sind, dreckig und verschwitzt und so weiter, nach Wochen des Wanderns, hat ihnen keiner geglaubt, dass er Kaiser Wilhelm ist. In der jungen Variante. Weil sie hatten auch kein Geld, sie hatten keine Ausweispapiere. Es musste extra der Kammerdiener angefordert werden, sozusagen, oder ein Freund, ich kann mich nicht mehr genau an den Ausgang erinnern, der bestätigt hat, dass das der Kaiser ist. Das weiß man nicht, diese Art von Geschichten. Und heute, die Frau Merkel kann hier nicht um die Ecke einkaufen gehen. Herr Schäuble kann nicht hier einkaufen gehen um die Ecke. Herr Wobereit kann nicht hier einkaufen gehen um die Ecke. Die fahren mit gepanzerter Limousine und die Einkäufe werden erledigt. Sie wohnen in gepanzerten Häusern mit hohen Mauern außenrum, weil sie Angst haben müssen, dass sie gelüncht werden. Wer die alten Bilder des Schlosses noch kennt, da war keine Mauer um das Schloss rum. Da konnte jedes, also 1848, als wir hier die Revolution hatten, die Bürger 1848, als die Revolution war, das ganze Volk, der ganze, wie man heute sagen würde, Mob, ist durch das Haupttor, Eosander-Tor, rein und hat sich beschwert. Die konnte keiner aufhalten. Du kommst ja hier ins Kanzleramt, kommst ja gar nicht rein. Da wird das ein 3 Meter hoher Stahlzaun mit 100 Kameras außen drum. Man muss sich mal überlegen, in welcher Zeit sie gelebt haben und in welcher Zeit wir heute leben. Also man wirft den Monarchen vor, dass sie nicht Politik oder nicht am Volk waren,
Die sind aber, wenn sie in die Kirche gefahren sind, am Sonntag mit dem Volk, mit der Bevölkerung in die Kirche gefahren. Vielleicht, natürlich sind sie durch den Hintereingang rein, um dann dort ihren Platz zu nehmen vorne im Kirchenschiff. Natürlich sind sie separat gesessen, aber sie sind im gleichen Raum ohne Trennwand gesessen. Wenn Frau Merkel heute nach Griechenland fliegt oder Herr Gauck, sie müssen sich schützen. Die können nicht einfach so am Strand noch Promenade laufen. Das ist nicht möglich. Und da muss man sich dann fragen, oder sollte man sich fragen, wo ist da der Unterschied zwischen damals und heute? Wie sind wir jetzt auf dieses Thema gekommen? Warum wir es nicht nach außen tragen, unsere preußische Inspiration? Genau aus diesem Grund, weil wir vorgefertigte Bilder haben und diese Bilder müssen wir erst löschen. Wir müssen jedes einzelne Bild, das wir von einer Situation, von einem Menschen, von einer Epoche haben, löschen. Löschen, 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 weil das uns beeinflusst und wir haben keine freie Meinung, wir haben keinen freien Willen. Und wenn dieses Bild gelöscht ist und ich möchte mich dann mit dieser Zeit Preußen zum Beispiel auseinandersetzen, dann muss ich viele unabhängige Quellen studieren, dann muss ich mich auf den Weg machen, dann muss ich hier in Berlin mich auf den Weg machen und gucken, wo sind die Orte, vielleicht ins geheime Staatsarchiv gehen und vielleicht mal die Stundenpläne der Prinzen herausholen. Weil es wird ja immer gesagt, die Prinzen sind in ihren Federbetten und aufgewachsen und so weiter. Die Stundenpläne der Prinzen, wenn man das heute einem Jugendlichen zumuten würde, der würde schon nach einer Stunde, würde er wahrscheinlich schon schreien zur Mama. Als Beispiel. Oder, ich komme jetzt aus Bayern. Interessanterweise habe ich nicht gewusst, dass Ansbach eine preußische Enklave war und Ansbach ist eins der wenigen Städte, die komplett evangelisch eigentlich sind. Bayern ist ja komplett katholisch, aber die Familie Preußen sozusagen, die war ja evangelisch. Und ich wusste das vorher auch nicht, und als der 300. Geburtstag von Friedrich des Großen war, auf dem Nachhauseweg saß mir ein Mann gegenüber, der mit einem Bekannten gesprochen hat und richtig Dialekt gesprochen hat. Und ich fragte ihn dann, woher er kommt, und meinte er ja aus Ansbach. Und ich habe sie oben an dem Grab gesehen, was machen Sie denn jetzt hier aus Ansbach? Naja, ich habe meinen König geehrt. Was sagt er, aber was hat jetzt das Preußen und Ansbach? Ja, wissen Sie das denn nicht? Das ist eine preußische Enklave gewesen. Und wir sind bis heute stolz darauf. So, die sind, okay. Das ist spannend. Da kommen Gespräche zusammen mit diesen Menschen. Ich habe mich auf der ganzen S-Bahn-Fahrt nach Berlin unterhalten. Das war auch interessant, was er da gesagt hat. Und so wird das lebendig und so können wir nicht Bilder erschaffen, sondern Filme. Weil ein Film läuft, ein Bild ist statisch. Ein Film hat einen Anfang und ein Ende und das, je nachdem, wie der Regisseur ist, ja, läuft ja zwischen einer Stunde und 10 Stunden. Je nachdem, es gibt auch 24-Stunden-Filme. Aber sie sind nicht statisch. Ein Fluss ist in Bewegung, er erneuert sich ständig, jede Minute. Wenn Sie 1 Liter Öl in die Donau schütten, am anderen Ende ist die Donau wieder sauber, weil sie erneuert sich. Sie wäscht, sie reinigt. Ein Bild ist statisch.
steht da und fertig. Damit kannst du nicht arbeiten. Aber wenn du im Fluss bist, wenn du dir einen Film erschaffst, wenn du durch die Stadt läufst, oder Mensch, hier war vielleicht dieses Gebäude und hier war dieses Gebäude, ich meine, von außen sieht man nicht, dass das hier das ehemalige Casino des Dragonerregiments war. Man sieht es von außen nicht, das ist ein altes Kreuzberger Haus mit Fassade. Und wenn man dann aber sich mal ein bisschen mit beschäftigt, dass das Finanzamt Meringdamm war die Kaserne, das ist ein paar hundert Meter von hier. Es gibt noch Durchgänge, wo man hier durchgehen kann. Wenn man hinter das Haus geht, sag schon, wenn man hinter die ehemalige Kaserne, also das Finanzamt geht, da können Sie noch die Stammwände sehen. Dann siehst du noch die alten Toreinfahrten. Man muss aufpassen, dass nicht alles abgerissen wird. Da sind so irgendwelche Autohäuser und Möbelstapelgeschichten drin, keine Ahnung. Aber das ist interessant. Wenn Sie in die, wenn Sie reingehen in diese Kaserne, dann sind links und rechts zwei bronzene Tafeln, wo eine Geschichte aufgeschrieben steht. Und dann, wenn Sie weiter gucken, dann haben wir den Bell Allianz Platz, der ist ein paar hundert Meter rechts von diesem ehemaligen Kaserne. Dieser Allianzplatz, Gott sei Dank, er wird jetzt wieder renoviert. Die ganzen Statuen, die dort einst waren, die werden renoviert und restauriert. Dieser Platz wird wunderschön, das hat aber alles geschichtlichen Bezug. Dann fahren wir jeden Tag mit unserer S-Bahn, mit unserer U-Bahn ins Hallische Tor ein. Wenn Sie genau gucken von oben, dann sieht ihr wirklich, das ist das alte Stadttor. Da ist noch ein riesengroßes preußisches Wappen oben im Giebel. Und fünf Tordurchfahrten. Drei große, zwei kleine, glaube ich. Drei große, da ist jetzt irgendeine Disco und ein Imbiss drin. Ja? Aber das ist interessant. Das ist Lebendigkeit. Und, und hier war dies und das war hier. Und warum heißt das Cottbusser Tor, Cottbusser Tor? Warum Schlesisches Tor? Das waren alles die Zugänge zu Berlin früher. Warum sind die Friedhöfe hier so angelegt? Das ist spannend. Und so lernen wir Geschichte und Geschichten kennen. So lernen wir die Menschen kennen, die dort gelebt haben. Mietskasernen, ja, das waren Mietskasernen, die waren auch dunkel. Aber es gab hier eine preußische Order, die gesagt hat, in jeder Mietskaserne muss durchgemischt sein. Es muss der Arbeiter neben den Arbeitslosen, neben dem Doktor, neben dem Banker leben. Natürlich gab es Arm und Reich, so wie heute auch. Aber heute wird das alles weggesperrt. Die Mitte wird gereinigt von Pennern und Drogendealern und keine Ahnung. Oder von Arbeitslosen. Die Arbeitslosen werden alle nach Hohenschönhausen, nach Marzahn und wie sie alle heißen, werden sie schön rausgedrängt, Hartz-IV-Empfänger, weil sich die Mitte keiner mehr leisten kann. Die Mietkasernen hier, das war nicht erlaubt. Es gab Durchmischung. Natürlich gab es Menschen, die in einem Zimmer zu viert oder zu fünft gelebt haben. Aber das gibt es heute auch noch. Das gibt es heute auch noch. Aber es gab Durchmischungen innerhalb der Bevölkerung. Es hat noch ein anderer Geist geherrscht. Heute wird alles separiert. Heute gibt es keine Universalgelehrten mehr. Heute gibt es nur noch Spezialisten. Es gibt Spezialschulen. Man muss spezialisiert werden auf dies und das. Die Menschen früher, Goethe, Dürer, wie sie alle heißen, das waren Universalgelehrte. Die haben sich mit Farblehre ausgekannt, die haben sich mit Physik, Chemie ausgekannt, die haben sich mit Astrologie und Astronomie ausgekannt. Die konnten mindestens ein Instrument spielen. Und die waren, wenn man die Werke anschaut, was sie geschrieben haben, die waren Jugendliche zwischen 20 und 40. Da haben die Werke geschrieben, die wir heute noch zitieren. Gedichte, Lieder, Kompositionen, Astronomie, Astrologie. Das schaffen wir doch heutzutage gar nicht mehr, weil wir alle zu spezialisiert sind, weil wir nur noch sagen, dieses eine Bild, das musst du machen und dann ist gut. Wir müssen wieder in den Fluss hinein. Es ist doch nicht separiert, wir sind doch nicht separat. Gehört alles zusammen. Kosmos, Erde, Mensch. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Natürlich, die Menschen waren geschockt, als vor 100 Jahren, also wir sind jetzt nicht genau,
an einem Punkt, so ziemlich genau vor 100 Jahren, dass dieser Krieg über die Welt und über die Menschen hereingebrochen. Und ich glaube, weltweit war die Bevölkerung nicht darauf vorbereitet. Also die Länder geführt haben, die waren sehr wohl darauf vorbereitet. Die Bevölkerung war nicht so vorbereitet, wie wir das uns vorstellen. Der Auslöser in Sarajevo, das war nicht das ganze Volk, das dieses ausgelöst hat. Es war eine Gruppe von Menschen, die eine Ideologie hatten, ein Bild, und da hat das andere Bild nicht reingepasst. Und das Bild, was nicht reingepasst hat, wurde erschossen. Und wir haben heute wieder ein Bild. Diesmal ist es russisch, nicht serbisch. Da ist der Bösewicht. Und es wird alles getan, um dieses Bild zu festigen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen von diesen Bildern weg. Und letztendlich dieser Brief heute, um damit zu beenden, es war eine schöne Inspiration, weil er hat uns eine schöne Inspiration gegeben. Er hat gefragt, warum gibt es keine Einheit? Die Frage haben wir beantwortet, weil es kein Oberhaupt gibt. Und warum bekennen wir uns nicht zu unseren Wurzeln? Weil die Menschen ein vorgeprägtes Bild haben. Warum bekennen wir uns nicht mehr zu Preußen? Warum dies und das? Und weil die Menschen ein Bild haben. Wir versuchen, dieses Bild sozusagen von hinten zu umgehen, um den Menschen wieder mehr Raum zu geben, ihre eigene Meinung zu bilden. Es muss nicht jeder unserer Meinung sein, es ist auch völlig irrelevant. Es geht einfach nur darum, man sollte sich objektiv informieren. Man muss nicht unserer Meinung sein, aber man kann sagen, ah ja, okay, das, was vielleicht an der Geschichte geschrieben wurde, das stimmte vielleicht gar nicht so. Und das ist ja ganz anders gewesen, weil die Faktenlage so und so ist. Die Archive sind geöffnet. In Amerika, in Frankreich, in England, in Russland. Also wir können uns auf den Weg machen. Wir können diese Archive virtuell besuchen, um uns ein eigenes Bild zu machen. Er hat dann noch in dem Brief, unser Freund aus Österreich, gefragt, warum wir so viele Veranstaltungen machen, vor allem große Veranstaltungen und so weiter, und die müssen dann regelmäßig abgesagt werden, weil die Menschen nicht kommen, weil es kostet viel Geld, so eine Halle mieten und dann hocken dann 5 Menschen drin. Und das haben wir von Anfang an, wir haben das auch beobachtet, und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen kleine Brötchen. Wir machen sowas hier wie den Montagsclub, wo wir gemütlich in familiärer Atmosphäre zusammensitzen können, nehmen das auf Video auf, um das den Menschen draußen zu zeigen. Damit haben wir keine Kosten. Wir haben Kuchen und Tee, das geben wir als Spende. Und wir haben keine laufenden Kosten und wir haben trotzdem eine schöne Veranstaltung gemacht. Wir sind mit Freunden zusammengesessen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben gelacht, bevor und danach. Das ist wichtig. Wir müssen nicht irgendwelche Großveranstaltungen, Foren machen, weil die Menschen einfach nicht so weit sind, weil sie eben genau dieses Bild haben. Und das muss erst aufgeweicht werden. Gott sei Dank für diesen Beitrag, für diesen Brief, den mir heute jemand zugeschickt hat. So konnten wir darüber sprechen und vielleicht ein paar neue Fächer aufzeigen. Ein paar neue Aspekte. Ich danke euch fürs Zuhören und bleibt gesund. Gottes reichen Segen für euch und eure Familien und auch für die Menschen draußen, die uns zuschauen. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Danke.